Ihr wisst doch, was es mit dem 1. April auf sich hat. Ja? Stellt euch vor, der Meister Eder und sein Pumuckl sind auch in den April geschickt worden. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es ging damit an, dass ich einen Tag vor dem 1. April in der kleinen Gastwirtschaft zur Goldenen Quelle die Stammtischrunde befreundeter Handwerker traf, zu der der Meister Eder auch ab und zu hingeht. Er hatte dort früher einmal von seinem Pumuckl erzählt und war darüber einfach ausgelacht worden. Als der Meister Eder an dem besagten Stammtischabend nicht erschien, fingen seine Freunde an, über die alte Koboldsgeschichte zu reden und zu lachen. Und da der Schlossermeister Bernbacher schon beim 3. Glas Bier war, kam ihm eine Idee. Geh, Hufnagel, warum soll eigentlich der Eder nur uns etwas weismachen? Das könnten wir doch umgekehrt auch. Alles meine aber auch. Morgen ist schließlich der 1. April. Wir behaupten, wir hätten erfahren, dass noch jemand einen Kobold hat. Und zu dem schicken wir den Eder hin. Geht zu, Bernbacher, das glaubt er uns doch nicht. Aber warum denn nicht? Es muss bloß jemand sein, den er nicht kennt und nicht anrufen kann. Und der so weit weg wohnt, dass er quer durch die Stadt fahren muss. Das ist gut. Ja, vielleicht auch jemand, der was mit Holz zu tun hat. Weil doch sein Pumuckl auch Holz so gern mag. Du, da weiß ich jemand. Den Drechsler Zacharias. Sagst dem Eder einen Gruß von mir? Und der Zacharias hat mir von seinem Kobold erzählt. Hufnagel, du bist eine Wucht. Prost. Prost. Aber du musst es auch so sagen, dass der Eder auch wirklich morgen am 1. April hingeht. Ja, freilich. Lass's mich nur machen. Kinder, für den April-Scherz zahle ich eine Runde. Resi, eine Runde auf meine Kosten. Aber am nächsten Tag ging der Schlossermeister Bernbacher tatsächlich zum Meister Eder. Natürlich hatte der Herr Eder an dem Tag nicht auf den Kalender geschaut und auch wenn er es getan hätte, wäre es ihm wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen, dass ihn jemand in den April schicken könnte. Und der Pumuckl wusste von dieser menschlichen Sitte, oder sagt man besser Unsitte, nichts. Oh, was bin ich schlau, Schaukel auf der Schaukel und bin ganz sitt. Sam auf Schritt und Tritt. Ui, ui, ich habe eine neue Art Gedicht erfunden. Das Trenngedicht. Hast du das gehört? Ja, ja. Gut ist das. Jupp, heidi, heidei. Wie bin ich doch weise, wenn ich neue Gedichte mag, Juche. Ach, okay. Ja, ich weiß nicht. Besonders schön finde ich die Art von Gedichten nicht. Ja, aber ich. Sie sind nicht nur schön, sie sind auch sehr schwer. Ja, aber davon verstehst du ja sowieso nichts. Du verstehst vielleicht was von Holz, aber nichts von Kunst. Ja. Jawohl. Und außerdem ist mir so langweilig. Überhaupt nichts passiert, überhaupt nichts. Ich muss wieder mal was passieren lassen. Oder es muss sich was passieren. Oder uns muss wer was passieren. Komm, sei still. Sei still, da kommt wer über den Hof. Jäger, das ist ja der Schlosser. Ja, der Bärenbacher. Grüß Gott. Grüß dich Gott. Was führt dich denn heute schon zu mir? Oh, nix weiter. Schade, dass du gestern nicht gekommen bist. Wir haben so viel von dir geredet. So? Ja, stell dir vor, was der Hufnagel, du weißt schon, der Automechaniker, was der Verrücktes erzählt hat. Hm? Er kennt einen Drechslermeister, der behauptet, er hätte auch einen Kobold. Ja, sowas. So was gibt's doch nicht. Ja, was heißt das? Das gibt's doch nicht. Warum soll es nicht mehrere Kobolde geben? Wie heißt denn der Drechsler? Zacharias heißt er. Ja. Und in der Bremer Straße wohnt er. Aha. Na, vielleicht solltest du den einmal besuchen, als Fachmann sozusagen. Ja, wer weiß, vielleicht wäre es ja ganz interessant. Aber weißt, wenn du schon hingehst, dann müsstest du das eigentlich heute noch machen. Heute noch? Der Zacharias, der will nämlich verreisen. Ich glaube, morgen fährt er für längere Zeit weg. So. Ich glaube, der will seinem Kobold auskommen und ihn loswerden oder sowas. Und in der Bremer Straße wohnt er? Ja, auf Nummer 5. Ja, aber die Bremer Straße, das ist ja am anderen Ende von der Stadt. Mich würde ja sowas interessieren an deiner Stelle. Ja. Musst halt ein bisschen vorsichtig fragen. Kannst du deinen eigenen Kobold mitnehmen? Mhm. Und sagst dann schöner Gruß vom Hufnagel und... Ah ja, jetzt muss ich wieder gehen. Servus. Servus, Eder. Ja, servus. Haben meine Ohren recht gehört? Ich springe auf der Stelle durch die Decke. Ich reiße mir einen Fuß aus. Ich zerspringe. Ja. Noch ein Pumuckl. Ja,
Ja, meinst denn du, dass das gibt? Gibt's außer dir noch mehr? Also solche wie mich, die gibt's nur einmal, nämlich mich. Ja. Ich meine, so schlau und gescheit und so, ja, also so brav und so lieb so alles miteinander. Mhm. Ja, das bin ja nur ich. Aber andere Kobolde, also ich bin noch nie einem anderen außer mir begegnet. Aber ich meine, es kann natürlich schon sein. Dass du dich dann nie drum gekümmert hast, das wundert mich eigentlich. Nein, das ist ja nicht Koboldsart, nach anderen Kobolden zu schauen. Das ist mehr, weißt du, das ist so mehr Heinzelmännchen und Gartenzwerge. Ach so, ja. Die müssen immer in ganzen Horden zusammenleben, weil einer allein ja gar nicht so tugendboldig sein kann. Ich bin aber kein Tugend, sondern ein Kobold. Verstehst du das? Ja, und ob ich das verstehe. Aber sag mal, was soll man jetzt machen? Sollen wir da hingehen? Ja, natürlich gehen wir da hin, ja. Naja, ich tät ja ganz gern Erfahrungen mit jemand austauschen, dem es so geht wie mir. Nur eins möchte ich vermeiden, dass ich dann zwei Kobolde am Hals hab. Der Zacharias will doch den Sein loswerden, das hast du ja gehört. Ja, aber weißt du, wenn es ja ein richtiger Kobold ist, weißt du, dann wird er ihn nicht los, das weißt du ja von mir. Ja, allerdings, ja. Ja. Das ist in dem Fall beruhigend, aber vielleicht ist ja auch ganz nett, wenn du so eine Art Bruder kriegst. Ja, vielleicht ist das ganz nett. Da kannst du öfter mal zu Besuch hingehen, wenn es da recht langweilig ist. Oh, ja, und weißt du, dann kobolden wir zu zweien. Ja. Da fällt uns ja viel mehr ein. Ja, das, das reimt sich zu zweien ein. Und alles, was sich reimt, das ist gut. Ja. Du, und dann reimen wir dann zu zweit. Und dann mache ich gar keine Trenngedichte mehr, weißt du? Dann mache ich was ganz Neues. Ja. Dann mache ich Doppelgedichte. Mhm. Du, hat eigentlich ein Drechsler auch Holz? Ja, freilich, genauso wie ich. Ja. Nur, dass der, ja, wie erkläre ich dir das gleich, der dreht das Holz. Und während sich das Holz ganz schnell dreht, bearbeitet er es. Ja, weil es schwindelig wird wahrscheinlich, das Holz. Dann hat vielleicht der andere Kobold gar keine Schaukel, sondern der hat ein Karussell. Ui, du, das wird fein. Komm, wir gehen gleich hin, gleich. Nein, gleich kann ich nicht. Ich muss schon erst die Arbeit dann noch fertig machen. Aber heute Nachmittag, da können wir dahin spazieren. Ja gut, und ich werde inzwischen ein Gedicht machen. Und zwar mache ich ein Meistergedicht. Und das bringe ich mit. So. Dann wird der gleich sehen, dass ich ein fabelhafter Kobold bin. Ja, aber der Zacharias, der kann dich doch gar nicht sehen. Ah ja, nein, das kann er nicht. Und du kannst seinen Kobold auch nicht sehen. Nein. Aber Kobolde untereinander, die können sich vorzüglich sehen. So. Und ich bringe mein Gedicht ja auch nicht dem Menschen mit, sondern... meinem Freund. Ja. Das wird ja eine spannende Geschichte. Wenn das alles wirklich stimmt, was der Birnbacher da erzählt hat. Warum soll das denn nicht stimmen? Ja, kann ja sein, dass der Zacharias ein bisschen spinnt. Also jetzt sagst du das Gleiche, was die Leute immer über dich sagen. Du weißt doch ganz genau, dass man nicht spinnt, wenn man einen Kobold hat. Ja, da hast du eigentlich recht. Also, wir gehen heute Nachmittag zum Zacharias. Der Pumuckl hat es kaum erwarten können, bis der Meister Eder endlich weggehen konnte. Es war so gegen 4 Uhr nachmittags, als sie aufbrachen. Der Pumuckl hat natürlich noch eines seiner fabelhaften Gedichte fabriziert und es immer wieder auf dem Weg vor sich hingesagt, um es ja nicht zu vergessen. Ach, ich freue mich auf die Stunde. Nein, das ist nichts. Ach, die Stunde. Nein, das ist also, diese Stunde sei gesegnet, wo ein Zweiter mir begegnet aus der edlen Koboldszunft zu fröhlicher Zusammenkunft. Diese Stunde sei gesegnet, wo ein Zweiter mir begegnet aus der edlen Koboldszunft. Beide hatten Herzklopfen, als sie in die Bremer Straße einbogen. Die Drechslerei Zacharias war leicht zu finden. Und der Drechslermeister war gerade allein in seiner Werkstatt. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie wünschen? Ja, mein Name ist Eder, Schreinermeister. Der Herr Hufnagel hat an Herrn Birnbacher und mir erzählt von Ihnen. Und einen schönen Gruß soll ich Ihnen sagen. Und da habe ich mir gedacht, ich komme gleich selber her und ich habe den Pumuckl auch gleich mitgebracht. Wen haben Sie mitgebracht? Den Pumuckl. Wissen Sie, das ist mein Kobold. Ihr was? Mein Kobold. Pumuckl heißt er. So ein Pumuckl. Ja. Ein netter Name. Ja. Sehr nett. Ja, Sie können jetzt die Maschine nicht im Moment abstellen. Da können wir besser miteinander reden. Freilich kann ich die Maschine abstellen. So, oder? Ja. Und wie heißt der Ihre? Wer? Na, Ihr Kobold halt.
Wissen Sie, mir gegenüber können Sie es ruhig zugeben, dass Sie einen Kobold haben. Ich halte Sie nicht für narrisch. Ich kenne das. Man mag gar nicht drüber reden, weil einen jeder reif fürs Irrenhaus hält. Ja, allerdings. Aber da brauchen Sie sich nichts denken. Man gewöhnt sich dran. Ja, ich weiß nicht recht, doch, was... Doch. Ich habe meinen jetzt seit 3 Jahren und es ist mir völlig wurscht, was die Leute sagen. Sie haben den Ihren noch nicht so lang, gell? Nein, gar nicht, aber entschuldigen Sie, Herr... Herr Eder, wissen Sie, ich muss nämlich jetzt weiterarbeiten. Ja, ich will Sie ja gar nicht aufhalten. Ja, ja. Aber wo haben Sie denn Ihren Kobold? Wissen Sie, mein Pumuckl, der freut sich schon so, wir sollten die zwei ein bisschen miteinander spielen lassen. Mhm. Ja, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, was Sie wollen. Sagen Sie mal, soll das Ganze da mehr ein April-Scherz sein, oder? Ein April-Scherz? Na ja, heute ist doch immerhin der 1. April. Ach so. Ah ja, heute ist der 1. April. Ja, dann sagen Sie, dann haben Sie gestern nicht mit dem Hufnagel gesprochen. Ja, wo, einen Hufnagel habe ich mindestens schon 14 Tage nicht mehr gesehen. Und Sie verreisen auch nicht morgen? Und verreisen? Keine Spur. Also, dann haben die mich jetzt direkt in April geschickt. Die Bande, die... Ja, dann entschuldigen Sie vielmals. Naja, machen Sie ja noch nichts draus. Das passiert halt mehrerlei, gell? Ja, das ist wahr. Aber es tut mir so leid um den Pumuckl, weil er sich so gefreut hat, wissen Sie? Ja, jetzt haben wir es schon, jetzt kriegt er eine Wut. Na, warum rutscht nicht alles vom Tisch? Ja, ich sag's Ihnen doch, das ist der Pumuckl. Jetzt lassen Sie doch einmal den Unsinn. Sie können mir jetzt nicht mehr in eine Brühe schicken. Ja, wenn ich's Ihnen sag. Nicht Pumuckl, lass die Uhr hängen, daher, komm. Man muss einen Spaß verstehen am 1. April. Komm, ich erkläre dir das. Ja, so ist brav, Pumuckl. Der Herr Zacharias kann ja nichts dafür. Aber Herr Eder, was haben Sie denn bloß? Ja, nichts weiter. Wir gehen jetzt ganz schnell und wenn Sie mal den Hufnagel treffen, dann sagen Sie mir einen schönen Gruß von mir. Au! Aber Pumuckl, der Herr Zacharias kann doch wirklich nichts dafür. Komm jetzt. Auf Wiedersehen, Herr Zacharias. Ja. Auf Wiedersehen, gell? Ja. Die haben gelogen, so gelogen. Und ich habe ein so schönes Gedicht gemacht. Und ich kann es nicht mal vergessen, das Gedicht. So gut habe ich es gekonnt. Und ich wollte doch einen Freund haben. Ja, komm, Pumuckl, du kriegst ja Schokolade im Silberpapier. Und schau, ich bin doch auch ein Freund von dir. Ja, aber ich wollte doch einen kleinen Freund. Ja, schon, aber ich bin auch ein Depp. Ich hätte mir's doch denken können. Hätte nur auf den Kalender geschaut. Wenn ich gewusst hätte, dass 1. April ist, wäre ich doch da drauf nicht reingefallen. Aber gut hat er seine Rollen gespielt, der Bernbacher. Das muss man ihm lassen. Und ich lass mich so in April schicken, na sowas. Aber wir sind doch gar nicht in den April, sondern in die Werkstatt von dem Drechsler geschickt worden. Ja, aber... Und nicht mal ein Karussell hat er gehabt. Ja, hat er auch nicht gehabt, aber das tut mir ja selber leid. Ich verstehe das mit dem April überhaupt nicht. Ja, aber dabei müsstest gerade du das gut verstehen. Weißt, die Menschen dürfen sich am 1. April ein bisschen zum Narren halten. Man sagt was nicht stimmt, und wenn der andere drauf reinfällt, ist er Aprilaff. Aber ich sag ja nie, was nicht stimmt. Und ich will auch kein Aprilaffe sein. Ich mag Affen überhaupt nicht. Und du sollst auch kein Aprilaffe sein, sondern der Mensch, der uns so angelogen hat, der soll ein Aprilaffe sein, jawohl! Ja, den tät ich auch gern wohin schicken. Ein bisschen revanchieren, das wäre ganz schön. Ach, du bist auch für Rache? Ja, ich bin auch für Rache. Dann wollen wir doch auf der Stelle rachen. Rächen. Ja, ich bin zu jeder Räche bereit. Rache. Ja, aber wie? Ich kann ihn ja nirgends hinschicken. Das durchschaut doch der gleich. Dann schick ich ihn eben wohin. Ich hab's. Oho! Er soll auch wohin kommen, weil da ein Kobold ist. Und wenn er dort ist, ist auch kein Kobold dort. Aber es ist doch ein Kobold dort, wenn er meint, dass keiner dort ist. Langsam. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Ja, also, der soll auch hinkommen, weil da ein Kobold ist. Und wenn er dort ist, ist auch kein Kobold dort. Aber es ist doch ein Kobold dort, wenn er meint, dass keiner dort ist. Aha. Ja, und dann? Ja, das ist doch ganz einfach. Gib acht, ich sause jetzt so schnell ich kann zum Zacharias und dann... Ja, und dann? Oh, das wirst du schon sehen. Oh, wenn ich Rache rieche, räche ich fürchterlich. Fürchterlich! Während der Meister Eder nach Hause gefahren ist, sauste der Pumuckl zur Drechslerei zurück. Zuerst kundschaftete er aus,
dass der Herr Zacharias seine Werkstatt zwar im Hinterhof, die Wohnung aber im Vorderhaus hat und dass er oft hin und her läuft, wenn er was aus der Wohnung braucht oder Hunger hat. Der Drechslermeister war gerade in der Werkstatt und drechselte einen Stuhlfuß. Na, was hat denn die Maschine, dass sie einfach auffährt? Na, sowas Blöds. Der Knopf von der Sicherung ist rausgesprungen. Ja, Herrschaft, zeigt mich schon wieder. Was war jetzt das? Der Mensch da mit seinem Kobold, der hat mich ganz rausgebracht. Jetzt fange ich schon an, Stimmen zu hören. Da muss irgendein Wackelkontakt drin sein, dass die Sicherung nicht mehr raushaut. Ich muss eine andere Sicherung aus der Wohnung holen. Jetzt glaube ich, ich habe selber alles Mögliche. Wie bin ich jetzt hier in den Blumentopf hingekommen? Mir wird's ganz anders. Was ist denn bloß los? Ich gehe jetzt in die Wohnung. Ich brauche bald einen Topfen. Ich sperre jetzt die Werkstatt zu. Habe ich den leicht in der Werkstatt liegen lassen. So was Blödes. Jetzt muss ich nur mal in die Werkstatt runter und den Wohnungsschlüssel holen. Ja, Kruzi Nesen, ich habe die Werkstatt doch gerade zugesperrt. Wo habe ich denn jetzt den Werkstattschlüssel hin? Ich habe ihn doch in die Hosentaschen gesteckt. Herr Zacharias. Na ja, meinen Werkstattschlüssel. Den muss ich auf dem Weg zu meiner Wohnung verloren haben. Ich helfe Ihnen suchen. Ja, wenn Sie gut waren. War es ein großer Schlüssel? Na ja, so mittel. Also ich sehe hier nirgends einen Schlüssel. Haben Sie denn keinen zweiten Schlüssel für die Werkstatt? Auf alle über einen zweiten, aber der liegt in der Wohnung. Und in die Wohnung, da kann ich nicht rein, weil der Wohnungsschlüssel in der Werkstatt liegt. Und jetzt können Sie weder in die Wohnung noch in die Werkstatt. Ach, ich könnte mir alle Haare ausraufen, so was Dummes. Ja, da können Sie jetzt nur einen Schlosser anrufen. Ich habe ein Telefon. Rufen Sie halt schnell auf meinem Apparat an. Ja, das ist das Gescheiteste. Ich rufe den Bernbacher an. Das ist ein guter Bekannter von mir. Der kommt sicher gleich. Der hat mir sowieso heute schon jemand auf den Hals geschickt. Bernbacher? Ja, hier ist Zacharias. Ah ja, servus. War der Eder bei dir? Ja, der war da. Und seitdem geht alles schief. Ach, du wirst ja nicht glauben, dass du wirklich einen Kobold hast. Ja, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Jedenfalls habe ich mich hinausgesperrt. Und zwar aus der Werkstatt und aus der Wohnung. Du musst gleich herkommen. Ich kann weder weiterarbeiten noch sonst was tun. Oh, ein Brüllauf werde ich sein. Das habt ihr euch ausgedacht. Nein, Ehrenwort nicht. Du musst mir helfen. Du hast doch einen Wagen, also komm schnell her. Na, ich lass mich doch nicht in eine Brühe schicken. Jetzt hör mal mit den Sau, du mal eine Brühe schicken auf. Wenn ich das sage, ich sitze da in der Wohnung von der Frau Schneider und kann nirgends rein. Und wenn es nicht weiß, dann kaufe ich dir eine Flasche Schnaps. Hä? Ah ja, das ist ein Wort. Also, ich komm gleich. Ja, gut. So kam's, dass der Schlosser Bernbacher zum Drechsler Zacharias gefahren ist, der in der Wohnung von der Frau Schneider auf ihn gewartet hat. Und dann sind sie gemeinsam zur Werkstatt gegangen. Doch was entdeckten sie dort? Der Schlüssel steckte ganz unschuldig in der Tür. Klar. Der Pumuckl hatte ihn zuerst aus Herrn Zacharias Hosentasche stibitzt und dann wieder ins Schloss gesteckt, während der Drechslermeister bei der Frau Schneider war. Dem Herrn Zacharias half alles Beteuern nichts, dass er den Schlosser nicht foppen wollte. Er musste die Flasche Schnaps bezahlen. Aber nicht genug damit. Als der Schlosser wieder in sein Auto steigen wollte, da war der Autoschlüssel weg. Den hatte natürlich auch der Pumuckl. Nun, ein Schlosser kann sich da helfen. Er hat den Motor auch ohne Schlüssel in Gang gebracht. Aber sobald das Auto angelassen war, ertönte die Hupe und hörte nicht mehr zu hupen auf. Und warum? Der Pumuckl saß drauf. Da muss ein Kurzschluss drin sein. Schalt den Motor wieder ab. Ich bin doch froh, dass er endlich läuft. Aber anders geht's nicht. Schalt ab. Gott sei Dank, dass das Hupen aufhört. Schau mal das Kabel noch. Nein, da fällt's nicht. Ja, und die Sicherungen?
Ja, und denen liegt es auch nicht. Ich glaube vielmehr, das ist unterm Lenkradl. Ja, dann macht man das Lenkradl runter. Na, das geht nicht, für das habe ich das Werkzeug nicht da. Und überhaupt, probieren wir es nochmal. Vielleicht hört es nachher mit dem Hupen auf, wenn ich anlasse. Schalt ab, um Gottes Willen. Alle Leute schauen und bleiben stehen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich einen Hufnagel anrufe. Weil Stammtischfreund kommt der gleich. Tja, er ist auch gekommen, aber nur, nachdem ihm der Bernbacher 2 Maß Bier versprochen hatte, als Sicherheit gegen einen eventuellen Aprilscherz, den Herr Hufnagel ebenso hinter der Geschichte vermutete wie vorher der Schlosser. Und siehe da, als der Automechaniker Hufnagel ankam, stellte er sich heraus, dass dem Auto wirklich gar nichts fehlte. Kein Wunder, denn der Pumuckl war eben von der Hupe heruntergehüpft. Jetzt wusste wirklich keiner mehr, wer wen in den April geschickt hatte. Und obwohl sie sich gegenseitig dauernd beteuerten, dass das alles keine Foppereien gewesen seien, glaubte keiner keinem was. Schließlich ist der Herr Zacharias wieder in seine Werkstatt gegangen und die beiden fuhren heim. Auf dem Rücksitz aber hockte der Pumuckl und hielt 2 Schlüssel fest in seinen Fäusten. Den Autoschlüssel und, ja, und den Wohnungsschlüssel vom Drechslermeister Zacharias. Die beiden Schlüssel brachte er dem Meister Eder und erzählte ihm die ganze Geschichte. Dem Herrn Eder kullerten vor Lachen die Tränen herunter. Doch was sollte jetzt mit den Schlüsseln geschehen? Diesmal war es der Meister Eder, der einen Einfall hatte. Und weißt, was du jetzt noch tun musst? Die beiden Schlüssel in die Juppentasche vom Schlosser praktizieren. Ja, ja, ja. Oh, die Stunde sei gesegnet, wo der Schlosser mir begegnet. Ja, ja, ja. Und zwar tust du den Autoschlüssel rechts, den Wohnungsschlüssel links, ne, ja? Ja, ja, ja. Wer gelacht, wird gemacht. Los, schnell, 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 komm, komm, gehen wir. Ja. Die Handwerker waren schon versammelt, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl ankam. Und im allgemeinen Trubel war es natürlich für den Pumuckl leicht, die beiden Schlüssel in die Joppentaschen vom Schlosser Bernbacher verschwinden zu lassen. Grüß Gott, meine Herren. Ah, der Zoo, der Eder. Ja, grüß Gott. Gell, Eder, da haben wir dich sauber in den ersten April geschickt. Stimmt's? Ja, ihr habt's mich doch nicht in April geschickt. No. Okay. Ja, so. Tu doch nicht so. Wir wissen längst, dass du draußen warst beim Zacharias. Mhm. Warum? Wart's ja auch draußen? Geh, geh, tu doch nicht so scheinheilig. Ihr habt euch das ausgedacht, dass wir 2 auch rauskommen müssen. Er wegen dem Schlüssel und ich wegen dem Auto. Na, aber Hufnagel, wenn ihr da doch sagt, das mit dem Auto ist wahr. Also, Bernbacher, da streiten wir nicht lang rum. Jetzt wollen wir wissen, wie es war. Also, Eder, du warst draußen. Ja, und dein dummes Gesicht, wenn ich dich gesehen habe. Also, was ihr bloß habt, ich war draußen und ich danke euch recht schön für den Hinweis. Der Zacharias hat wirklich einen Kobold. War sehr interessant für mich. Ah, jetzt hör aber auf. Ja, wenn ich's euch sag, der hat einen Kobold, der auf Schlüssel spezialisiert ist. Ein Schlüsselkobold. Sehr interessant. Das tätst du uns jetzt gern weismachen. Aber was sollst du weismachen? Das ist ja so. Dir geht doch der Autoschlüssel ab, oder? Ja. Na, schau mal in der rechte Rucktaschen. Wirst sehen, dass er da drin ist. Geh, was du nicht sagst. Ja, also. Da Pfeigrot, da ist er. Das gibt's doch nicht. Da ist mein Autoschlüssel. Aber in der Tasche habe ich da gesucht, die habe ich um und um gedreht. Wenn ich dir sage, der Zacharias hat einen Kobold für Schlüssel. Wenn's nämlich jetzt in deine andere Taschen hinein. Ich habe Unterhaltung gestört. Aber ein Herr Zacharias hat gerade angerufen. Der Herr Bernbacher, der soll noch einmal zu ihm kommen. Er kann nämlich nicht in die Wohnung rein. Er hat seine Schlüssel. Brauchst nicht weiterreden, Wirt. Der Herr Bernbauer hat den Wohnungsschlüssel vom Zacharias nämlich in seiner linken Rucktasche. Jetzt schnapp ich über. Das ist dem Zacharias sein Wohnungsschlüssel. Schnapp nicht über, sondern fahr schön zum zweiten Mal dahin, wo du gemeint hast, dass du mich in April hinschicken kannst. Und bring dem Zacharias seinen Wohnungsschlüssel und sag seinem Kobold einen Gruß von mir und von meinem Kobold. Wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, dann würde ich ihn ganz tief vor dir ziehen. Also, das ist die großartigste Revanche, die ich je erlebt habe. Ich stifte eine Runde.
und gebe mich geschlagen. Ja, ach, das ist gut. Naja, also eines weiß ich ja sicher, Eder. Ja? Dich schicken wir nie mehr in den April. Oh. Deinen Zauberkunststückeln sind wir nämlich nicht gewachsen. Ja. Oder anders gesagt, seinen Zauberkunststückeln oder seinem Kobold. Mhm. Ja. Ja, ich kenne mich nicht mehr raus. Wie sollte er sich auch auskennen, versteht diese Geschichte doch nur, wer den Meister Eder und seinen Pumuckl so gut kennt wie wir. Der Pumuckl aber flüsterte dem Meister Eder ganz leise ins Ohr. Hallo, hallo, du bist fast ein so guter Kobold wie ich. Ich brauche gar keinen anderen Freund als dich. Da nahm der Meister Eder einen tiefen Schluck, um zu vertuschen, wie sehr er sich über dieses Kompliment freute.